Herzlich willkommen hier auf meinem Channel Landauer TV. Die Käsetests gehen weiter und ich habe es versprochen, Cheese Label wird künftig mehr unter die Lupe genommen und ein bisschen ein Vergleich mit dem wohl überteuerten Crazy Cheese gezogen. Heute einige Sorten im Programm und wir werden es ein bisschen aufteilen. Wir beginnen mit dem Pesto-Käse. Ja, der grüne Pesto-Käse, auch diesen hat Cheese Label im Programm. Ich habe ihn bereits gekostet. Er ist im Prinzip mit denselben Gewürzen, Kräutern, Nüssen verarbeitet. Und ganz ehrlich, der Herr Ludomirska hat ja ein großartiges Video gemacht, das nur Crazy Cheese, der grüne Pesto-Käse, der einzige ist, und alles andere sind schlechte Plagiate, beziehungsweise schmecken bei weitem nicht so gut. Es gibt dann ganz schlaue, die haben dann auch sich, glaube ich, beim Lidl irgendeinen grünen Pesto-Käse gekauft und dann den verglichen. Leute, im Prinzip, der grüne Pesto-Käse, wir haben ihn bereits getestet von Crazy Cheese und jetzt der grüne Pesto-Käse von Cheese Label. Geschmacklich, Leute, ist da kein minderer Geschmack. Der ist super, wie gesagt, wem der grüne Pesto-Käse generell schmeckt, macht hier nichts falsch, den zu kaufen. 100 Gramm, 5,99 €, ein Drittel. Zu dem Preis, den in Crazy Cheese verkauft, da kostet er 16 € 100 Gramm. Also für 5,99 € bekommt ihr 100 Gramm grünen Pesto-Käse bei Cheese Label. Legt 10 € drauf und ihr bekommt keinen großartig anders schmeckenden grünen Pesto-Käse von Crazy Cheese. Überlegt euch, wir kommen wieder, den nächsten Test von Cheese Label, eine weitere Käsesorte. Pfiat euch und auf Wiedersehen.